lag jetzt eine Weile bei mir zu Hause rum und ich habe es nur eine Woche genutzt. Nicht genug, um ein Review zu machen, aber ich dachte mir irgendwie, genug, um euch ein paar Eindrücke zu schildern und vielleicht die Frage für den einen oder anderen zu klären, ob dieses Handy vielleicht was für euch ist. Viel Spaß! Ja, der Review-Style ist heute mal ein bisschen anders. Ich sitze tatsächlich vor der Kamera und will mit euch über das Meizu M2 Note reden. Dieses Handy kostet eigentlich so um die 150 Euro. Bis man es aber in Deutschland letztendlich bekommt, kann man auch mal bei gut und gern 220 Euro landen. Immer noch ein verdammt guter Preis, denn hier sind die groben Specs. Wir haben ein 5,5 Zoll Display mit Full HD Auflösung. Wir haben einen 8-Kern-Prozessor von MediaTek. Wir haben eine 13-Megapixel Kamera auf der Rückseite. Wir haben einen 3100 mAh Akku und 3 GB, oder nein, Moment, 2 GB RAM. Das ist schon ganz schön gut, wenn man bedenkt, was für ein Preis das ist. Die Sache ist jetzt, das ist nicht einfach irgendein hässliches Handy. Nein, ich finde es tatsächlich sogar sehr gelungen. Ich finde es wirklich sehr schön, es liegt gut in der Hand. Es ist natürlich nicht ganz so hochwertig, wenn man die Knöpfe drückt, hört man schon so arges Klicken. Und auch der SIM-Tray ist nicht so 100% positiv verarbeitet. Aber es ist wirklich ansehnlich und mir gefällt das richtig gut. Aber es gibt sogar eine Besonderheit im Design, nämlich der Home-Button. Und zwar, wenn man den einmal klickt, dann ist es ein normaler Home-Button. Aber wenn man ihn antippt, kommt man einen Schritt zurück. Das ist sehr, sehr genial. Mir persönlich hat das sehr gut gefallen. Ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt und als ich dann aufs iPhone 6s umgestiegen bin, habe ich immer so auf den Home-Button getippt und gedacht, hä, wieso komme ich da nicht zurück? Ich finde es bei Meizu wirklich intelligent gelöst und ich könnte mir vorstellen, dass auch in Zukunft andere Android-Smartphones auf diese Technik setzen, weil es doch wirklich Sinn macht und vor allem schön schnell geht und man hat nur diesen minimalistischen einen Knopf. Am positivsten überrascht hat mich aber das Display und die Akkulaufzeit. Das Display sieht großartig aus, wirklich schön hinlaminiert, schöne Farben, gute Schwarzwerte, schöne Weißwerte, man kann es sogar selbst noch kalibrieren. Und die Akkulaufzeit, 6 Stunden Screen-On, ist hier absolut drin, also wirklich guter Prozessor. Besonders, wenn man auch 3 Performance-Modi einstellen kann, nämlich einmal performant, einmal balanciert, also so ein Mittelding, und einmal eben Energiesparmodus, wobei ich gerne sogar den Power-Modus drin hatte, weil man sonst hier und da schon leichtes Ruckeln haben kann, was vielleicht an der Software liegt. Ja, wir haben hier nicht die schönste Android-Version installiert, muss ich sagen. Es ist tatsächlich so eine Meizu-Oberfläche. Ich habe hier wie immer in jedem Review den Google Now Launcher drauf. Dadurch ist das Ganze schon viel schöner, aber das war gar nicht so leicht, den zu installieren. Also im Endeffekt hat man immer noch dieses Notification-Tray, was eben Meizu hier installiert hat. Und im Endeffekt noch so ein paar Apps. Die Apps sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Eine fand ich ziemlich cool, die ist für Sicherheit zuständig. Die sagt euch auch immer, wenn eine App irgendwie mehr Akku zieht im Standby und dann beendet es die, wenn ihr das wollt. Also das finde ich ziemlich cool, aber ansonsten muss ich sagen, diese Oberfläche, die hat es mir nicht so angetan, aber ich habe schon schlimmere gesehen, aber das ist für mich persönlich der größte Kritikpunkt am ganzen Handy, diese Oberfläche. Die Kamera, die ist okay, ich kann hier ja mal kurz ein Bild machen und ich finde, das Bild ist ganz okay geworden. Also dynamische Reichweite ist natürlich was, was immer ein bisschen so an solchen Handys scheitert. 13 Megapixel, 4:3, schöne Schärfe eigentlich. Ich finde auch das Kontrastverhältnis im Bild immer sehr angenehm, aber an sich muss ich leider sagen, klar, für ein 200-Euro-Handy ist es eine sehr gute Kamera, aber an sich wird hier kein gutes Handy irgendwie Angst bekommen. Aber mir gefällt eigentlich schon das, was man damit hinzaubern kann, vor allem, weil es einen manuellen Kameramodus gibt. Aber ich muss halt einfach sagen, es ist nicht die beste Kamera, da will ich euch nicht anlügen, aber ich finde sie eigentlich okay für die Preiskategorie. Man muss halt einfach wissen, wie man mit ihr umgeht und dann geht es eigentlich, wenn man so ein bisschen hin und her tweakt in den Einstellungen. Im Endeffekt stellt sich die Frage eigentlich jetzt schon, was ist mein Fazit zu diesem Handy, weil viel Negatives hatte ich ja nicht zu sagen. Nun, ich würde sagen, für 200 Euro gibt es nichts Besseres, wenn man mit der Größe natürlich zurechtkommt, was ich aber glaube, weil früher oder später gewöhnt man sich an jede Handygröße, außer vielleicht 7 Zoll. Aber der Hauptkritikpunkt für mich ist einfach die Software. Wenn man mit der klarkommt, dann hat man hier ein super Handy. Aber ich glaube, manche Leute werden damit ein Problem haben und deswegen würde ich den eher zu Moto G raten. Aber an sich muss ich wirklich sagen, Top-Handy. Für alle, die sagen, ja, ich könnte mir das vorstellen, ich gehe dieses kleine Risiko ein, meins blieb sogar im Zoll hängen, ich gehe dieses kleine Risiko ein, der hat damit ein richtig geiles Handy, weil dieses Display ist überdurchschnittlich, die Akkulaufzeit ist überdurchschnittlich, die Kamera ist wirklich gut, die Performance ist wirklich vollkommen ausgewogen, ich habe hier nichts rum zu kritisieren. Wie gesagt, ich finde der Software coole Tweaks, dass man auch einstellen kann, ja, hier Color Balance vom Display,
Möchtet ihr es eher ein bisschen gelblich, etwas bläulicher? Man hat wirklich viele Einstellmöglichkeiten. Das gefällt mir richtig gut. Ich könnte es mir jetzt persönlich eben wegen der Software nicht als meinen Daily Driver vorstellen. Aber ich habe ja selbst bei Samsung schon Probleme und TouchWiz ist inzwischen echt nicht mehr schlecht. Also im Endeffekt war es das jetzt von meinem kleinen Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es so war, lasst vielleicht ein Like da und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.